Cannabis wird legalisiert. Wie lange wird es jetzt dauern, bis ich ganz normal im Ladengeschäft Marihuana kaufen kann? Welche Auswirkungen hat die Legalisierung auf den Führerschein und das Fahren mit aktivem Wirkstoff oder mit passiven Abbaustoffen? Oder was muss ich tun, um so ein Geschäft und Coffeeshop zu eröffnen? Wir beantworten in diesem Video die 10 häufigsten Fragen, die uns zur Legalisierung gestellt wurden. Frage 1. Kommt die Legalisierung und wann kommt die Legalisierung? Die Koalition hat sich darauf geeinigt, dass die kontrollierte Abgabe von Cannabis zu Genusszwecken an Erwachsene in lizenzierten Geschäften erlaubt sein soll. Dieser Koalitionsvertrag ist nicht verbindlich, es ist eine reine Absichtserklärung. Meiner Einschätzung nach kommt die Legalisierung aber sehr, sehr sicher, weil alle drei Parteien auch vor Abschluss des Koalitionsvertrags schon für die Legalisierung waren und deswegen ist nicht davon auszugehen, dass jetzt eine Partei ausscheren wird oder dass der Beschluss nicht gefasst wird. Wann kommt die Legalisierung? Von allen Varianten, die vorher im Gespräch waren, Entkriminalisierung, Duldung oder die Herabstufung des Besitzes zur Ordnungswidrigkeit, hat sich die Koalition auf die komplexeste Variante geeinigt, nämlich die Abgabe in lizenzierten Fachgeschäften. Problem dabei ist, dass es nicht ausreicht, einfach Cannabis aus Anlage 1 und 3 des BTMG zu streichen oder einen Satz im BTMG zu ändern, sondern die neue Bundesregierung wird sich ein komplettes Lizenzierungsverfahren ausdenken müssen. Es gab vorher kein solches Lizenzierungsverfahren, das heißt, es müssen die Voraussetzungen und die Vorgaben neu erfunden werden. Und das ist relativ komplex und wird meiner Einschätzung nach auch sehr lange dauern. Wir rechnen damit, dass die Legalisierung frühestens 2023 kommen wird, vielleicht auch erst gegen Ende der Legislaturperiode. Frage 2. Werde ich nach Legalisierung anbauen dürfen? Darf ich Cannabis im Garten züchten oder im Schrank oder in der Garage? Der Koalitionsvertrag spricht von der Abgabe in lizenzierten Geschäften. Das schließt jetzt den Anbau nicht unbedingt aus. Es gibt aber Anzeichen dafür, dass der Anbau gerade nicht legal sein wird. Der Koalitionsvertrag spricht nämlich auch nur von der Abgabe in lizenzierten Geschäften. Von Entkriminalisierung oder Duldung ist im Koalitionsvertrag nicht die Rede. Außerdem, im nächsten Satz spricht der Koalitionsvertrag davon, dass durch die Abgabe in lizenzierten Geschäften insbesondere auch die Qualität und der Jugendschutz gewährleistet wird. Das widerspricht dem privaten Anbau zu Genusszwecken. Es ist also nicht damit zu rechnen, dass der Anbau in mittlerer Zukunft legalisiert wird. Frage 3. Ab welchem Alter werde ich Marihuana erwerben können? Das steht tatsächlich noch in den Sternen. Es ist in der Diskussion 18 und 21. Alles unter 18 würde dem Koalitionsvertrag widersprechen, weil im Koalitionsvertrag die Rede ist von Erwachsenen. Das heißt, mit Vollendung des 18. Lebensjahres. Meines Erachtens wird es auch dabei bleiben. Es spricht wenig dafür, dass eine fiktive Altersgrenze von 21 Jahren eingezogen wird. Wäre auch meines Erachtens verfassungsrechtlich eher fragwürdig wegen der Volljährigkeit mit 18. Frage 4. Können einzelne Bundesländer Bayern verhindern, dass legalisiert wird oder die Legalisierung nicht umsetzen? Das wird ein kleiner Knackpunkt sein. Das Betäubungsmittelgesetz mit Betäubungsmittelstrafrecht und den betäubungsmittelrechtlichen Regelungen ist Bundesrecht. Das heißt, wenn die Bundesregierung die Legalisierung beschließt und zum Beispiel Cannabis aus Anlage 1 streicht oder die geringe Menge zum Eigenbedarf verpflichtend macht, dann kann sich kein Bundesland dagegen wehren. Die müssen das nicht umsetzen, weil die sind komplett außen vor. Das ist eine Vorgabe für die Gerichte und die müssen die Gesetze anwenden, die der Bund macht. Aber wir haben eine etwas faule Regelung im Koalitionsvertrag, nämlich die Abgabe in lizenzierten Geschäften. Es ist durchaus denkbar, dass der Bund das Lizenzierungsverfahren dann wieder irgendwie in die Hand der Länder geben wird. Oder sogar der Landkreise oder der Gemeinden. Das heißt, es wäre theoretisch vorstellbar, dass das Lizenzierungsverfahren auf Bundesebene beschlossen wird. Und wenn die Bundesländer dafür zuständig sind, könnte zum Beispiel Bayern sagen, okay, wir lizenzieren, entweder mit so hohen Voraussetzungen, die kein Mensch erfüllen kann,
oder wir lizenzieren mit einem Kontingent von null. Und dann wäre faktisch in Bayern nicht möglich, so ein lizenziertes Geschäft zu eröffnen. Frage 5. Welche Auswirkung wird die Legalisierung auf den Führerschein, die Fahrerlaubnis haben? Es gibt ja die Grenze von einem analytischen Grenzwert von 1 Nanogramm pro Milliliter im Blut, wo es dann eine Ordnungswidrigkeit ist und dann mit MPU und mit allen Folgen, ich verliere den Führerschein, sogar der passive Konsum. Das heißt, wenn ich regelmäßig konsumiere, kann ich den Führerschein verlieren, auch wenn ich nicht Auto fahre. Hier gibt es keine Regelung im Koalitionsvertrag, aber ich gehe jede Wette ein, dass hierzu keine Änderung beschlossen wird. Und es wäre ein politischer Fehler, diese Änderung jetzt sofort zu beschließen. Mittelfristig ja, aber nicht jetzt. Warum? Wir haben die Legalisierung und es ist jetzt ein knapper Anteil der Bevölkerung für die Legalisierung von Cannabis. Und auch in der Politik gibt es eine knappe Mehrheit für die Legalisierung. Dagegen mittlerweile Union und AfD. Wenn jetzt auch die Fahrerlaubnisverordnung geändert werden würde, sagen wir mal, der analytische Grenzwert, wo ich Auto fahren darf, wird von 1 Nanogramm auf 10 Nanogramm erhöht. Oder der regelmäßige Konsum von Cannabis schließt die Fahreignung nicht mehr aus, was sehr zu begrüßen wäre. Wenn das jetzt Gesetz werden würde, wäre das ein Geschenk für die Opposition und für die Gegner der Legalisierung von Cannabis. Weil eines der Hauptargumente der Gegner der Legalisierung ist die Gefährdung des Straßenverkehrs, dass quasi jetzt dann nur noch Leute bekifft Auto fahren und so weiter. Wenn jetzt gleichzeitig mit der Legalisierung die Änderung der Fahrerlaubnisverordnung kommen würde, wird dieses Argument bestärkt und es wird Tür und Tor geöffnet und möglicherweise riskiert man damit, dass die komplette Legalisierung durchgeht. Das heißt, meiner Einschätzung nach wäre es schlau, und ich gehe auch davon aus, dass die Koalitionsparteien so vorgehen werden, jetzt zu legalisieren und dann vielleicht nach Ende der 4-jährigen Evaluierung oder auch vielleicht schon vorher, dann schrittweise die Fahrerlaubnisverordnung zu ändern und die Grenzwerte, was längst überfällig ist, nach oben zu setzen. Und insbesondere den regelmäßigen Konsum von Cannabisprodukten nicht mehr zum KO-Kriterium für den Führerschein zu machen, weil es den Staat nichts angeht, was ich konsumiere, solange ich nicht Auto fahre. Frage 6. Was muss ich erfüllen, um ein lizenziertes Geschäft für Cannabisprodukte zu eröffnen? Dazu kann man keine seriöse Prognose abgeben. Es gibt aber verschiedene Hinweise und Kriterien aus anderen Rechtsgebieten, die man vielleicht hier zu Rate ziehen kann. Ich gehe davon aus, dass das Verfahren relativ hart sein wird. Das heißt, sicher wird es darauf ankommen, habe ich Vorstrafen, habe ich Einträge in der Polizei, in den Kriminalakte, im Bundeszentralregister, bin ich zuverlässig, das heißt, habe ich eine Suchtproblematik, war ich schon auffällig mit Betäubungsmitteln oder gibt es irgendwelche andere Anzeichen für Probleme, zum Beispiel eine Insolvenz oder irgendwelche Kriterien, die irgendwie dafür sprechen, dass ich nicht vernünftig mit Betäubungsmitteln umgehe und mit so einem verantwortungsvollen Produkt wie ein Betäubungsmittel. Heißt, Vorstrafe wird meines Erachtens ein Ausschlusskriterium sein. Sucht, Krankheit, Abhängigkeit wird ein Ausschlusskriterium sein und insbesondere auch Insolvenz wird ein Ausschlusskriterium sein. Damit sollte es eigentlich funktionieren. Ich gehe nicht davon aus, dass jetzt irgendwie groß fachliche Voraussetzungen gefordert werden, weil wir sprechen von einem Konsum zu Genusszwecken, der Erwachsenen erlaubt sein soll. Da brauche ich keine medizinische Beratung oder irgendwas wie jetzt vergleichsweise in einer Apotheke. Frage 7. Jetzt wird es langsam spannend. Was passiert mit offenen Ermittlungsverfahren, wenn legalisiert wird? Ich habe mir 10 Gramm in Holland bestellt und jetzt kommt in 3 Wochen die Legalisierung. Gehe ich dann straffrei aus? Grundsätzlich, nur kurz, weil es juristisch relativ komplex ist. Wenn vor der Verurteilung das Gesetz geändert wird, dann muss ich nach dem milderen Gesetz bestraft werden. Das heißt, wenn ich heute in Holland bestelle und in 3 Wochen wird legalisiert, dann müsste ich nach dem milderen Gesetz nach der Legalisierung behandelt werden. Jetzt ist es aber so, dass im Koalitionsvertrag die Abgabe in lizenzierten Geschäften erlaubt werden soll. Und es gibt ja heute noch keine lizenzierten Geschäfte. Aber, großer Knackpunkt, und dazu muss ich ausholen,
Ein großes Argument der Legalisierung ist die Entlastung der Strafverfolgungsbehörden. Völlig zu Recht. Wenn ich jetzt den Verkauf in lizenzierten Geschäften erlaube, aber trotzdem Marihuana noch illegal ist, auch in Kleinstmengen, und jedes Verfahren verfolgt werden muss und jede 2 Gramm Einzeldosis muss ein Ermittlungsverfahren nach sich ziehen, kann das in der Praxis nicht funktionieren. Ich gehe ins Geschäft, kaufe mir 5 Gramm, drehe mir 10 Joints vor und werde mit 10 Joints erwischt. Was soll dann passieren? Ich hebe mir ja den Kassenzettel nicht auf wahrscheinlich. Das heißt, das kann ja strafverfolgungstechnisch nicht funktionieren. Dann gäbe es ja eher mehr Verfahren, weil ja mehr in der Öffentlichkeit zum Beispiel auch herumlaufen mit Marihuana in der Tasche. Das heißt, es muss zu dem Verkauf in lizenzierten Geschäften auch irgendwie eine Entkriminalisierung geben. Das heißt, dass im BTMG geregelt wird, dass geringe Mengen zum Eigenbedarf nicht mehr eingestellt werden können, sondern eingestellt werden müssen. Oder dass bis zu einem bestimmten Grammzahl überhaupt kein Ermittlungsverfahren eröffnet wird. Das heißt, nur so kann es meines Erachtens funktionieren. Und das hätte natürlich wieder Auswirkungen auf ein Verfahren von heute. Weil wenn man sagt, okay, ein Verfahren bis zu 10 Gramm muss eingestellt werden, dann gilt es natürlich grundsätzlich auch für ein Verfahren vor der Legalisierung. Heißt, hier gibt es meines Erachtens durchaus gute Verteidigungsansätze für uns Strafverteidiger. Frage 8. Was passiert mit alten Verurteilungen, Einträgen im Führungszeugen des Bundeszentralregisters, laufender Bewährung? Hier wird sich nichts ändern. Es gibt wahrscheinlich keine Amnestieregelung oder irgend sowas in der Richtung. Das heißt, wir müssen stark davon ausgehen, wer heute rechtskräftig verurteilt wurde, der hatte einfach Pech und war zur falschen Zeit am falschen Ort. Frage 10. Werden die Strafen dann niedriger? Im Betäubungsmittelstrafrecht haben wir verschiedene Strafrahmen, Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder Freiheitsstrafe von 2 bis 15 Jahren. Diese Strafrahmen werden sich nicht ändern und das ist auch gut so, weil das Wasser auf die Mühlen der Legalisierungsgegner wäre. Ein Hauptargument der Legalisierungsgegner ist, dass Cannabis eine Einstiegsdroge ist und dass dann quasi der Drogenkonsum in Deutschland eskaliert. Wenn jetzt die Strafrahmen verkürzt werden, für alle Betäubungsmittel wäre das ein Riesenargument für die Legalisierungsgegner. Deswegen werden sich die Strafrahmen definitiv nicht ändern. Aber das System der Entscheidung strafrechtlicher Ermittlungsverfahren und der Strafzumessung wird sich definitiv ändern. Aktuell ist es nämlich so, in den meisten Bundesländern werden bis zu 6 Gramm eingestellt wegen geringer Menge zum Eigenbedarf, bis zu 10, 15, 20 Gramm eingestellt gegen Geldauflage, zwischen 20 und 100 Gramm gibt es noch gut Geldstrafe. Dann gehen die Freiheitsstrafen los. Stellen wir uns vor, ich kann 20 Gramm legal im Geschäft erwerben. Oder ich kann täglich 5 Gramm im Geschäft legal erwerben. Und habe dann irgendwann 300 Gramm zu Hause. Wie möchte ich dann rechtfertigen, dass jemand für den Besitz von 300 Gramm illegal eine Freiheitsstrafe bekommt? Das funktioniert nicht mehr. Das wäre dann im Endeffekt nur noch eine kleine Steuerstraftat von ein paar Euro. Heißt, die Strafzumessung in Bezug auf Cannabis, Marihuana, Haschisch wird sich gravierend ändern. Müssen. Und das ist auch gut so.